Jo Freunde, einen wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video hier auf meinem Kanal. Wie jeden Tag reagiere ich natürlich auch heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop. Der soll auch heute besonders voll sein, also klicken wir direkt mal oben drauf. Es lädt und zwar, oh Gott, ich sehe schon unten an der Leiste, wie riesig, oh Gott, der Shop ist so voll heute. Okay, erstmal haben wir drin von gestern, das haben sicherlich einige von euch noch nicht mitbekommen, dass wir einen neuen Skin gestern reinbekommen haben, nämlich den Party Trooper. Das ist so eine Art Party-Variante vom Sky Trooper, finde ich eigentlich ganz cool. Bisschen schade schon, dass man den jetzt komplett neu kaufen muss und es nicht einfach nur ein Style ist. Und wenn ihr am 31. Oktober oder 1. November zu dieser Afterlife-Party geht, dann bekommt ihr sogar noch einen weiteren kostenlosen Style dazu. Dann haben wir endlich mal wieder drin den, oh Gott, ich will das wirklich falsch aussprechen, den Wrath, spricht mir das so aus, den Skin, das ist dieser Stundenglas-Skin, ihr seht es schon hier, der hat hier nämlich so eine Sanduhr als Backpack, ich glaube es gibt vier verschiedene Farben, oder? Mal gucken, welche ist die letzte Farbe? Okay, orange, ja, also es gibt vier verschiedene Farben dafür, dann gibt es auch noch den Skin, auch den gibt es dann in diesen vier verschiedenen Farben, die Hacke auch noch in dem Paket drin. Und als letztes hier noch Challenges für weitere Styles. Eigentlich sogar ein guter Preis für all die Sachen zusammen. 1600 ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Dann machen wir weiter. Es gibt heute so viele Halloween-Skins einfach. Was zur Hölle? Machen wir weiter nämlich mit dem Kürbisagenten. Auch jetzt ein Jahr lang nicht im Shop gewesen. Und es gibt da ja diesen neuen Gold-Style. Wo ist der neu? Ich glaube, der ist neu. Der kam jetzt, glaube ich, mit dem Update dazu. Genau, so diesen Style gab es schon früher. Ist immer wie der Paluten-Skin, falls ihr Paluten kennt. Grüße gehen raus. 1,5 kostet der Skin. Dann noch die Hohlkopf-Variante oder der Hohlkopf-Skin, wo die Augen so richtig krass brennen mit diesem Backpack. Und die Hacke auch noch. Der Schnitzer für 800 V-Bucks. Genau, dann machen wir weiter mit dem Blinkbote. Oh, das bedeutet, dass der Aura-Skin wieder drin ist. Ja, sehr, sehr geiler Skin, kann ich absolut empfehlen. Auch der Guild-Skin, sehr, sehr nice. Der andere Backpack und die Hacke, die finde ich nicht geil. Die habe ich mir jetzt nicht gekauft. Der Rest auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Set, kann ich absolut empfehlen. So, machen wir weiter auf der rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da, wenn ihr es feiert, dass ich euch hier jeden einzelnen Tag den neuen Shop zeige. Und teilt auch gerne den Credit Code Snoxy ein. Ich verschenke mal an die Leute, die den Credit Code Snoxy hier benutzen und eintragen. An die verschenke ich hier immer regelmäßig V-Bucks. Also, falls ihr immer ein paar V-Bucks gewinnen wollt, einfach nur Credit Code Snoxy benutzen. Alle 14 Tage muss man das nämlich neu eintragen. So, dann haben wir hier die Überlebenskünstlerin für 1-2. Ich sag's ja immer wieder, ich feiere den Skin leider nicht so. Ich weiß, dass er relativ beliebt ist. Aber irgendwie konnte ich nie mit dem so richtig warm werden. Also Piratenthema ist jetzt auch nicht ganz so meins. Dann weitsichtig die Hacke für 3... Hacke? Wie komme ich auf Hacke? Die Lackierung für 300 V-Bucks. Schaut irgendwie sehr hässlich aus. Also die schaut so standardmäßig aus. Dafür würde ich tatsächlich kein Geld ausgeben. Dann Elektro-Swing. Den finde ich ganz cool. Hat immer eine nice Musik. Vor allen Dingen der Drop-Biss ist ganz cool. Ja, den kann ich empfehlen. Safari, auch ein nicer Skin. Vielleicht würde ich lieber das Messer hier, also dieses Schwert hier und die kleinen Messer weghaben. Ich glaube, dann wäre der Skin nochmal besser, wenn er cleaner wäre. Aber ja, kann man jetzt auch nicht ändern. Ist trotzdem in Ordnung. Dann der gute Launegang, einer meiner Lieblingstänze. Nice Musik, ist ein Fortbildungs-Emote für 500. Absolute Kaufempfehlung. Dann echt heiß. War ja auch ganz lustig. Ja, aus Season 5. Und dann haben wir jetzt noch die ganzen Sachen der letzten Wochen drin. Ich kann es ja mal ganz kurz schnell durchgehen. Sky Trooper und die ganzen Zusatz-Items vom Sky Trooper, der Backpack. Und warte, ist der Sky Trooper selbst drin? Ja, der Sky Trooper selbst ist auch drin. Dann machen wir weiter. Die Vogelscheuchen sind wieder drin. Das habe ich auch vor ein paar Wochen gezeigt. Die sind auch wieder da. Dann der Sargan-Skin, der ist noch relativ neu. Finde ich aber eigentlich ziemlich hässlich. Den finde ich nicht so geil. Dann als letztes noch den Großmaus-Skin mit den Hacken. Die sind auch noch dabei. Genau, hier irgendwie die rechte Seite updatet sich jetzt jeden Tag Halloween-mäßig. Ich denke mal, das wird auch noch die nächsten 8 Tage bis Halloween und 9 Tage bis Halloween so bleiben. Finde ich aber ganz cool. Dadurch ist der Shop halt wirklich unglaublich groß. Wir haben so viele Sachen drin. Richtiger XXL-Shop heute. Ja, ich würde sagen, das war schon der Shop von heute. Finde ich jetzt nicht so krass. Von mir gibt es eher einen Flop. Hier gibt es zwar ein paar coole Items, aber jetzt nichts, was mich so unglaublich krass umhaut. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn ihr auch morgen den Shop sehen wollt, unbedingt hier die Glocke aktivieren, die Benachrichtigung unten. Einmal auf die Glocke draufklicken. Dann bekommt ihr immer jeden Morgen eine Benachrichtigung, was halt Neues im Shop drin ist, dann verpasst ihr da nie wieder auch nur eine neue Sache oder eine seltene Sache. Also gerne die Glocke aktivieren und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wahrscheinlich im Twitch-Stream. Ich werde auch wahrscheinlich am Morgen wieder streamen. Seht ihr dann ja, wenn ich live bin auf Twitch. Steht auch dann immer in den Kommentaren. Klickt da gerne mal drauf, wenn da jetzt gerade ein Kommentar ist mit ich bin live oder so. Klickt da gerne drauf, kommt vorbei. Und dann sehen wir uns jetzt gleich auf Twitch. Bis gleich.